So, nimmt das jetzt hier auf. Ja, das ist ja cool. Okay. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu meiner ersten YouTube-Podcast-Folge. I don't know. Fakt ist auf jeden Fall, dieses Video wäre heute nicht entstanden, hätte das mit dieser Podcast-Folge richtig geklappt. Also ich habe halt eine Podcast-Folge aufgenommen. Wenn ich die veröffentlicht habe, dann findest du die unten in der Beschreibungsbox. Und ja, normalerweise hätte ich das einfach ohne mein Gesicht jetzt hochgeladen. Allerdings ist mir nach Aufnehmen der Folge aufgefallen, dass ich tatsächlich nicht die Option hatte, das von der App als solche Folge herunterzuladen. Ja, deshalb meine ganze Erklärung, wer ich bin und so weiter, kannst du nochmal hier unten dann nachhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich erwähne es aber trotzdem zur Gesamtheit nochmal. Du darfst mich sehr, sehr gerne Cardi nennen. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt mache, aber ich denke, dass es für dich vielleicht relevant sein könnte, vielleicht auch einfach nur interessant, denn es geht um, ich hätte jetzt fast gesagt, Dinge des täglichen Lebens. Das würde das Ganze aber irgendwie abschmälern. Aber irgendwie trifft es das schon. Ja, Fakt ist, es soll um Dinge gehen, um die man sich vielleicht so nicht wirklich die Zeit nimmt. Ja, also grob gesagt, es ist echt ein bisschen schwer, es ist tatsächlich schwer, in Worte zu fassen, weil es eigentlich um so vieles geht. Ja, also vielleicht sollte ich ein bisschen ausholen. Aufgrund meiner Arbeit und meines damaligen Studiums habe ich einfach mir nicht wirklich die Zeit für mich selbst genommen. Ja, was meine ich jetzt damit? Die Zeit für mich selbst, die Probleme, die man vielleicht selber hat, im Sinne von Identitätskonflikten und so. Ja, Gott, ist das schwierig, darüber zu reden. Nachdem ich dann irgendwann mal wieder so ein bisschen Zeit für mich gefunden habe und ich mir mal so dachte, du guckst mal im Sinne von Social Media, was eigentlich in dieser großen, weiten Welt momentan noch so los ist. Und ich mir eigentlich vor vielen Jahren gesagt habe, ey, mit den ganzen politischen Themen hast du abgeschlossen, weil irgendwie dreht sich das Ganze immer im Kreis. Ja, bin ich nun doch wieder an den Punkt gelangt, dass man tatsächlich das halt nicht so ganz verbannen kann, auch wenn man das gerne möchte. Und man ist ja vielleicht auch eigentlich gar nicht sollte. Ja, und ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die jetzt irgendwie mitbekommen haben, okay, wenn es mal um politische Debatten geht, und damit meine ich jetzt nicht, dass man mit irgendwelchen Politikern redet oder so, sondern da reicht einfach schon das Kennenlernen einer neuen Person oder wenn es irgendwie eine politische Debatte oder ein Diskurs mit anderen Freunden ist, Kommilitonen oder wie auch immer. Und dann fallen da auf einmal Begriffe, von denen hast du noch niemals zuvor etwas gehört. Und da ist mir aufgefallen, okay, ich habe auf jeden Fall irgendwie die letzten Jahre, weil die einfach so, also ich war einfach so abgelenkt, ja, durch das Studium, durch die Arbeit, dass ich einfach so Grundlegendes, dass das irgendwie völlig an mir vorbeigezogen ist. Und ich möchte mich auf jeden Fall, wenn du Lust hast, mit dir auf diese Reise des aktuellen Zeitgeistes machen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Denn natürlich ist die Welt immer im Wandel, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in Hinsicht von afrikanischen Konflikten, Neokolonialismus und so weiter einfach so krass viel passiert. Und ich finde es halt irgendwie schade, dass man das gar nicht so richtig mitbekommt, einfach weil unsere Medien schon mal gar nicht, also wobei gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie es tatsächlich gar nicht, also so richtig gar nicht tun, aber dass, wenn man dann doch mal was hört oder liest oder sieht, geht es halt gerade immer nicht darum, dass man das irgendwie immer über so viele andere Kanäle und Umwege herausfinden muss, was eigentlich zurzeit passiert. Und ja, auch so ganz im Allgemeinen einfach dieser Konflikt und wo ich mir so dachte, das gibt es eigentlich nicht mehr, zum Stichwort Rassismus, wobei ich dieses Wort hasse. Ich hasse es tatsächlich, weil das ist mein Paket. Warum ich gerade stehen geblieben bin, ich glaube, es war dass die Thematik mit dem Rassismus. Problem, oder was heißt das Problem? Die Sache mit dem Rassismus, in meinen Augen ist die, ich habe immer das Gefühl, dass mir die meisten Leute das irgendwie vorweggenommen haben, nicht um das für ihre eigene Agenda zu benutzen, aber
es wurde irgendwie aus dem Kontext gerissen, ne? Also es gibt ja nochmal Unterschiede zwischen den Diskriminierungsformen und dann halt auch überhaupt die große klärende Frage, was denn tatsächlich Rassismus ist, wie vielleicht die Definition vor 10 Jahren mal war und wie sie mittlerweile heute ist und wo Rassismus auch eigentlich seinen Ursprung hat. Und ich finde es halt immer ein bisschen schade, weil heutzutage schnell vieles mit Rassismus gleichgesetzt wird, obwohl das eine nicht mal zwangsläufig was mit dem anderen zu tun hat. Und genau wo das passiert, passiert nämlich eigentlich der fatale Fehler, nämlich dass die tatsächliche Schwere von dem Rassismus irgendwie verwaschen wird. Ich bin halt ganz fest der Meinung, man kann von der Politik jetzt halten, was man möchte, aber einfach aufgrund von einigen Ansichten und Einstellungen wurde das für so vieles verwendet, dass mittlerweile andere Leute den Eindruck haben, dass heutzutage alles Rassismus ist, obwohl es nicht so ist. Und das ist ganz, ganz gefährlich, denn in dem Moment, wo tatsächlich Rassismus passiert und derjenige das vielleicht aber gar nicht so wahrnimmt, findet quasi eine Art verdrehte Wahrnehmung statt. Kann man das vielleicht so bezeichnen? Also du merkst selber, es gibt einfach so unglaublich viele Thematiken, über die man eigentlich reden müsste. Ich aber auch viele verstehen kann, wieso sie sich enthalten, einfach weil sie vielleicht Angst haben, das Falsche zu sagen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt meinen Nachbarn, der vielleicht nie was mit Rassismus zu tun hatte, sondern damit meine ich zum Beispiel meine Schwester, die halt selber sagt, naja, ich mich zu was äußere, also ich äußere mich lieber erstmal gar nicht, weil in dem Moment, wo du das versuchst, kommt schon wieder wer anders, der sagt, naja, Moment, heutzutage wird das so nicht mehr gesagt und das wird auch nicht mehr gesagt und das sollst du nochmal ganz groß nachdenken, ob du das überhaupt verwenden darfst. Und ich finde, damit stellen wir uns irgendwie schon selbst ein Bein. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass ja Kommunikation der Schlüssel sein sollte. Aber was passiert denn, wenn Kommunikation eben nicht mal der Schlüssel ist, was dann eben Menschen nicht mehr zusammenbringen kann? Und ehe wir uns vorweg alle ausgrenzen und uns irgendwie selber ins Ausschießen, werde ich mich auf jeden Fall auf die spannende Reise, ja, des heutigen Zeitgeistes bewegen und habe auf jeden Fall vor, das auch so ein bisschen zu dokumentieren. Denn ich denke mir, dass ich mir das vielleicht schon viel, viel eher gewünscht hätte, aber es damals einfach, was heißt nicht, die Ressourcen dazu gab. Natürlich kann man jetzt immer sagen, wer wirklich will und so, ne, der findet da auch Rede und Antwort und so, aber so ist es tatsächlich nicht immer gewesen und ja, dank meines nächsten Studiums, was ich jetzt aufnehmen werde, werde ich, glaube ich, so viel Neues dazu lernen im Sinne von Afrika, ja, und wie wichtig Afrika für die Welt ist und was einfach so vielen nicht bewusst ist, weil sie so vieles als selbstverständlich annehmen oder hinnehmen. Ich denke einfach, das könnte dich möglicherweise interessieren. Ich bin mega gespannt, weil sicherlich so vieles Neues auf mich zukommen wird und ich bin auf jeden Fall ein Mensch, ich lerne sehr, sehr gern. Und du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was du oder über was du vielleicht selber gern reden möchtest, was für dich selber wichtig ist, wo du vielleicht sagst, ja Mensch, da habe ich vielleicht auch ein bisschen Angst, mich irgendwie zu äußern, einfach weil dir vielleicht irgendwie Wissen fehlt. Und wenn du Bock hast, können wir das echt irgendwie Stück für Stück aufarbeiten, denn nichts scheint so kompliziert, wie es heute ist. Ich glaube, der Unterschied von diesem ganzen Zeitgeschehen, ne, wenn wir jetzt mal 30, 40 Jahre zurückgehen und dem heute, ist einfach, dass aufgrund der Digitalisierung und überhaupt, ne, dass einfach jeder kann ja seine Informationen von überall irgendwie herbekommen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass, ja, also nochmal, ich denke, das Problem, was wir heute haben, liegt einfach in der Komplexität. Was meine ich jetzt damit? Ich glaube einfach mal, dass es vielleicht vor 30, 40 Jahren anders schwierig war, als es, oder wie es heute so ist, anders schwierig war, als es heute ist. Was genau meine ich damit? Ich denke, es macht einen Unterschied, ob du einfach aufgrund von fehlender Informationserlangung quasi dich auf die eine oder die andere Seite bewegen kannst, wobei es heute so ist, dass es die eine und die andere Seite gibt, aber zu diesen Seiten gibt es noch gefühlt 50 verschiedene Unterteilungen, die sich auch nochmals unterteilen und
Es ist einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Es ist einfach so viel, was da auf einen zuprasselt. Und einfach aufgrund dieser Schnelllebigkeit, denke ich, sollte irgendwie trotzdem jeder die Möglichkeit haben, an Wissen zu kommen. Oder vielleicht auch auf andere Ansichten zu stoßen, die einem vielleicht nicht gleich gefallen mögen, aus was für Gründen auch immer, aber man sich vielleicht beim zweiten oder dritten Mal durchlesen oder anhören, sich vielleicht doch nochmal Gedanken macht, wo man sich dann vielleicht denkt, so ja Mensch, okay, vielleicht hat Person XY in der Hinsicht doch recht, was ich vielleicht vorher so gar nicht sehen konnte, weil mir dazu einfach das Wissen gefehlt hat. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es gibt so viele Themen, über die man sprechen kann. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Lass es mich unbedingt wissen, was dich interessiert. Vielleicht auch die Thematik, wo du selber merkst, dass du vielleicht sogar familiär nicht ganz weiterkommst. Und das Ganze soll nicht unbedingt nur diese große Blase von Rassismus beinhalten, sondern vielleicht auch von was Schönem. Ja, also zum Beispiel, ja, einfach den Gegensatz dazu. Ja, weil natürlich ist nicht alles auf der Welt schlecht und grundsätzlich hat man aber sehr leicht den Eindruck und gerade wenn man auf diesen digitalen Ebenen unterwegs ist und Social Media ist nun mal so angelegt, dass wenn dir eine Sache gefällt, wird dir zu dieser Sache auch eine Sache angezeigt, die dich vielleicht interessieren könnte und wenn du das ebenfalls likest, dann wird dir dazu auch wieder das zu geschickt und es passiert ganz schnell, dass man einfach aus dieser Bubble gar nicht mehr rauskommt und ich glaube, es ist heutzutage wichtiger denn je, einfach zu versuchen, jedenfalls zu versuchen, ob es wirklich klappt, ne, steht in den Sternen, aber dass man einfach versucht, den Überblick zu behalten und das geht tatsächlich nur, wenn man sich andere Ansichten und Meinungen auch anhören kann. Und gerade wenn du in dieser Thematik relativ neu bist, so wie ich, ich werde dir sagen, es werden so viele Dinge passieren, wo selbst ich so dachte, okay, ich dachte, ich wusste das schon. Aber dann habe ich mir zwei, drei Dinge von anderen Personen angehört und dachte mir so, krass, das ergibt jetzt Sinn. Hätte ich halt nicht gedacht. Aber gut, so, jetzt habe ich erstmal genug geredet. Ich hoffe, du weißt grob, um was es jetzt hier künftig gehen soll. Und dann wünsche ich dir erstmal noch eine angenehme Zeit.